Hallo und herzlich willkommen zurück zu League of Legends, drittes Match für heute. Ich bin auch immer dabei, aktuell vier Matches hochzuladen. Und wenn ihr das seht, dann ist es ja schon wieder halbwegs. Wenn ich dann das endlich mal aufgeholt habe, weil ich habe jetzt noch aktuell, ich muss mal nachgucken, Vark ist auch wieder mit dabei. Hallo. Ach, blöde Drecksau. Ich darf wieder mal feeden, wurde mir gesagt. Nein, darfst du nicht. Nicht? Nö, darfst du nicht. So. Also darfst du keinen Braum mit spielen? Nein. Ich habe aktuell 29 Folgen. Plus die, die ich ihm gerade aufnehme. Also 29 insgesamt. Wobei, da muss ich. Die du noch hochladen musst? Nee, die ich noch rendern muss. Ach du Scheiße. Hochladen habe ich jetzt für heute noch zwei Folgen, aber weil wir jetzt aktuell aufnehmen, ist natürlich nicht mit hochladen. Da muss ich aber mal gucken. Ich glaube, die habe ich nämlich hier schon drinne. Das heißt, es wären dann nur noch 20 Folgen. Das heißt, 5 Tage. Und dann sind wir endlich, habe ich endlich aufgeholt. Plus jeweils 3 Folgen am Tag, die ich so mache. Also es dauert eine halbe Ewigkeit, bis wir aufgeholt haben. Vielleicht lerne ich mal am Wochenende den ganzen Schwung hoch. Ja, geil. Ja gut, ich muss mir die Folgen ja meistens nicht mehr angucken, weil ich in den meisten Folgen dabei bin. Pass auf, ich glaube, ich trolle. Mach du es, dein Game. Ja, früher war doch Kog'Maw und Nunu war doch OP as fuck. Ist das nicht mehr? Müsste doch eigentlich, oder nicht? Ja, früher. Mittlerweile gibt's viele Dashes. Achso, ich dachte, Bann. Bann mal für den. Du, es geht eher weniger um irgendwelche Dashes. Es geht eher darum, dass der Q von ihm ist ja der Eis, das Eisding, was immer fliegt. Und der W. Und W auf Kog'Maw, G-fucking Genius. Du weißt schon, dass Lulu dann besser ist. Lulu hat es wahrscheinlich doppelt so stark. Okay, na das war ja die Frage gewesen. Ich kann mich halt eben nur an früher erinnern. Aber da er das nicht nimmt... Ja, früher war das aber vor allem mit Nunu stark, weil die Champs kein Dashes hatten. Das heißt, du slowst die und läufst einfach hinterher. Oh, mittlerweile können die alle wegdashen, der Slow scheiße. Du weißt, dass du gegen eine Anivia spielst und wie auf eine, gegen eine Zyra? Okay, weißt du was? Er will, dass ich Lulu spiele. Ich nehme ihm die Lulu. Ja, Lulu ist schon geil. I'm not good with her. So don't blame me. Just put your cursor on me and press all skills. Yes, sir. Thunderlords oder eher weiß ich gar nicht. Was baut man denn Lulu? Ich habe Lulu das letzte Mal vor Ewigkeiten gespielt. Weil sie ja aktuell auch nicht man die baut. Ja, von dem. Na, von dem Mastery ist ja, ist okay. Genauso wie eine Soraka. Mastery ist ja ungefähr wie eine Soraka. Ja. Erste Item wäre auf jeden Fall hier, wie heißt das? Der Dolch. Den ausbauen. Dolch des Zauberdiebs. Ach, ich hasse den. Der ist mit Lulu richtig stark. Weil? Du machst mit Lulu viel Schaden. Und mehr AP heißt ja auch größeres Schild und sonst was. Und vor allem der Slow ist aber wichtig, vor allem für Kog'Maw, damit die Leute nicht wegkommen. Jetzt ist die Frage. Ich bin wieder Lux. So, fragen wir einfach mal nach. Wie er es gerne hätte, ich richte mich jetzt voll und ganz nach meinem ADC. Weiß ich auch nicht. Nein, das, was er möchte, mache ich jetzt. Wenn er mir sagt, Alter, W und E soll gemaxt werden, dann mache ich das. Ist mir scheißegal, ich mache das einfach. Wenn wir dann aber verkacken, dann ist er dran schuld und nicht ich. Kommt immer drauf an. So, was mich ärgert, ist, dass ich keinen Skin für Lulu habe. Das geht nicht. Wow. Habe ich da eben gerade wirklich einen Nasus gesehen? Nasus? Gegen uns? Ja. Ich freue mich so auf den neuen Client. Ja. Oh, geil, wir haben einen Shen. Shen ist richtig cool. Da freue ich mich ja schon drauf. Aber es ist eine fucking Zyra. Oh! Könntest du bitte die Mitte destroyen?
Die ist Gold 1 und gerade in der Brommer. Und der Rest ist Platin, bis auf die Riven ist Gold 2 und bei uns das ist der Kogma Gold 3, 1764 zu 1766, also ich fast. Ich dachte, Kogma wäre der ADC. Ja, shit. Nein, ist Jhin. Also wir müssen das ins Late Game ziehen. Dann ist aber die Frage, wird der Nasus ausrasten oder nicht? Und wenn ja, warum? Er wird nicht ausrasten. Es ist ein fucking Nasus. Ja, und weißt du, was gut gegen Nasus ist? Lulu! Ja. Weißt du, was noch gegen, gut gegen Nasus ist? Lulu! Jeder aus unserem Team. Außer Jhin. Jhin auch. Warum? Jhin hat keine Möglichkeit, ihn irgendwie von sich fernzuhalten. Echt, das dann? Oder Snare? Dafür muss er aber vorher einen Hit oder irgendjemand einen Hit auf ihn machen. Deswegen sagt er, wir sind OP. Na klar, Glitter Lance into Stun into gib ihm alles, was er haben will. Ja, natürlich. Jetzt raff ich das auch. So. Q, W, E, R. Sag mir, was ich haben, was du haben willst. Ja, eher. Natürlich. Du hast gefragt. Ne, ich würde mit dem Q anfangen und dann mit dem W weitermachen. E möchte er haben. Ja, kannst du machen. Ich werde einfach noch gar nichts skillen. So. Ich skill meine E. Einfach weiß ich kann. Alter, guck mal, mach bitte sowas nicht. Wir haben auf jeden Fall schon mal Syrah gesehen. Wir haben ein richtig und starkes Nasus. Team. Und. Okay. Problem ist, kein Damage auf Toplaner. Doch, auf dem Support haben wir Damage. Hä? Lulu macht Schaden. Macht zwar vielleicht nicht so viel Schaden wie Cyber, aber schon guten Schaden. Aber was du übrigens machen kannst, deine E, die kannst du auch auf Minions wenden. Ich weiß. Wenn, du deine, wenn ich ja, dann, dann Auto-Tacke, dann wird ebenfalls Auto-Tacke. Wenn ich mein Q mache, dann wird es von dem Minion ausgemacht, den ich genau. Das E drauf gemacht habe. Ich know das. Ist und ja nicht das erste Mal, Lulu. Oder? Ja, du hast gesagt, du kannst ihn nicht. Deswegen. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich der Ewigkeit nicht mehr gespielt habe und dass der Jhin mir sagen möchte, was er haben möchte. Und ich habe jetzt auch für ihn mit meinem E angefangen. Ja, ist ja noch. Fischig! Lalalalalalalal. Nix drin. Das Einzige, was schlimm werden wird, wird später im Teamkampf. So, du musst entscheiden, Jhin. Was ist wichtiger, jetzt den Attack-Speed zu geben oder jemanden zu verwandeln, der Gegner. Jhin hat gesagt, ich soll alles QVE auf ihn drauf machen. Ja, also mache ich das. Auf jeden Fall ist Lulu verdammt geil zum Pushen. Ach, das gibt's doch nicht. Nur wegen einem Auto-Attack. Ich hab keinen Bock auf die Wolven, die hat zu viele Dashes. Tja, was willst du machen, ne? Ist halt eben eine Riven. Problem ist halt, die kann relativ leicht mein Snare aufweichen. Blitzi! Frage, ob sie es auch hinbekommt. Oha, aua, aua, aua. Alter, aua, hab ich gesagt. Ihr blöden Dreckschweine. Oh lol, die flasht. Werden die wir? Nee, Wolven. Die haben eine Riven im Jungle! Lol, ja. Alle klar, okay. Deswegen meine ich ja. Jetzt habe ich das auch gerafft. Kann ich mein Q eigentlich auch auf den? Nein, okay.
Hä, woran? Hm? Was denn? Die Minions waren schon verrecken. Lag. Brumm, brumm! Oh, was machen wir denn? Top-Lane. Boah, alter Vater. Die Syra, ne? Das ist einfach Damage aus der Hölle. Gut, dass ich mein WE hab. Ja. Ich bin froh, dass du kein Nahkämpfer bist. Bin ich auch. Was mag ich? Was sagst du? Die W, wa? Die W maxen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht. Also oh, wir haben First Blood gekriegt. Sehr schön. Ich hätte dich. Kommt auf an, was du machen willst. Willst du mir Schaden machen? Nein, ich will supporten. Ja, dann. Sonst in Q ist dann klar. Ist die Frage: Macht Jin genug Schaden? Das weiß ich nicht. Ja, ihr habt ja schon ein paar Trades gemacht, ungefähr. Also kann er traden, sagen wir mal so. Aktuell ist es eher schlecht mit dem Traden wegen der Syra, die dahinter steht. Ansonsten, dann ja, ich auf E gehen. Könnte er. Weil, wenn er traden kann, dann die E, aber ansonsten die E. Ah, aktuell gibt mir ein bisschen das Mana aus. Das ist eher das Problem. Irgendwie kenne ich diese Probleme immer. Es ist halt im Kog'Maw. Kog'Maw kann nicht vorbeikommen, ne? Ich kann schlecht engagen gegen eine Syra. Du kannst versuchen, aber normalerweise wird es schwierig. Was meinst du jetzt? Guck mal. Aber gerade am meisten, ja. Wobei ich nicht reinpuff. Und ich farmen kann. Die Pflanzen, ey, der Pflanzendamage ist einfach so abartig. Das stimmt. Wobei auf AP kannst du die überhaupt nicht spielen. Also die hat ja so ein schlechtes Scaling. Ja, mittlerweile, weil sie wegen dem Q genervt haben. Richtig schlecht. Ich habe den Salver schon mit Lux verglichen, die ist in allem schlechter, weil du kannst ja relativ gut mit ihr vergleichen, die hat ungefähr die gleichen Fähigkeiten. Das war ein scheiß Trade von mir. Oh mein Gott, ja, wir brauchen auf jeden Fall auf der Botlane Hilfe, ansonsten sind wir tot. Ja, ich glaube, wir sollten mal weggehen, oder? Ja, definitiv. Macht einfach null Spaß, gegen diese Lane zu spielen. Die werden auch Tower First Blood wahrscheinlich kriegen. No. Weil die uns einfach so rein pressuren, dass wir nichts dagegen machen können. Aber ich habe jetzt auch nicht so den Druck, dass ich da helfen kann. Nö, kannst du auch gar nicht. Okay. Gut. Jetzt könnte ich vielleicht schon kommen. Ja, jetzt gehen die back. Ja, okay. Dann bleibe ich. Ja. Ansonsten wäre ich jetzt gegangen. Hätte ich jetzt gegangen. Ja, unser Tor ist auch trotzdem gleich sehr leer. Sehr down. Naja, aber da kann ich gerade auch nicht viel helfen. Sollst du auch gar nicht. Oh, ich habe meine Ulti. Finally. Ach komm, geh mir nicht auf den Sack.
Nur wenn ich den Abzug drücke, werde ich von Glückseligkeit erfüllt. Du flächig da eigentlich. Das ist so schlecht gerade von mir gespielt. Meine Leidenschaft. Ja, würde ich sagen, spielst du mal besser. Hallo. Hat die noch Eck? Ja, hat sie. Ach. Aber eigentlich müsste er sie bekommen. Eigentlich ja, theoretisch. Nein, erst. Er kriegt er nicht. Riven ist auch noch mit in der Mitte. Das war's dann mit unserem Turret. Kleines Miss. Ich denke mal, die werden Drake machen. Lächle, alle Augen sind auf dich gerichtet. Das ist bisher nur Anivia, die bisschen was abgekriegt hat. Ansonsten läuft's. Und unser Shen. 92 zu 77 Farben ist natürlich weniger schön für den Shen. Hier sieht's nicht besser aus. Riven ist hier oben. Caitlyn und... Mitte. Ja, ich komme. Auch wenn ich nicht großartig viel machen kann. Ach ne, die räumen drumherum auf. Ja, ich weiß nicht, ob sie drumherum aufräumen. Wollen Mitte, warum sollten die weiter Botlane pushen? Nee, Drake. Ich würde auch spontan behaupten, kriegen sie for free, weil wir nicht contesten können. Hast du Kopf, mein Jungle? Ja, wir müssen bis ins Late Game warten. Dann haben wir Schilde von mir, Schilde von dir, Schilde ohne Ende. Anivia, die ihn instant killen kann. Wenn du sie nicht feedest, dann nicht. Kackegal, die kriegt Minions, das reicht schon. Die hat ihn doch eben schon gekillt, obwohl sie 0 Kills hatte. Sie hatte zwar schon einen Kill, aber sie war dafür noch nicht weg. Du bist immer viel zu negativ. Wir haben halt eben das Late. Bis dahin müssen wir durchhalten, ob wir wollen oder nicht. Da führt kein Weg drumherum. Nur, dass sie jetzt schon den dritten Turret und er stirbt. Natürlich stirbt er. Guck mal. Nein, guter Dodge. Guter Flash. Nice. Ach, komm schon. Ja, brumm, brumm. Bist du so gecute oder nicht? Drake.
Ah, es wird ein langer Tag in der Kluft werden. Ein sehr langer Tag. Und der Kogma ist wieder tot. Naja, er hat ja schon anderthalb Items zusammen. Wie viel Sex hat der Nasus schon? Ah, 200, das geht. Das geht noch alles. So, mein Dagger habe ich fertig. Nice. Das ist der Gitter. Warum denn nicht die ganze Zeit so? Weil man das mit Aniva nicht machen kann. Wie gesagt, wir müssen es ja nur bis ins Late Game ziehen, ne? Oh, Alter, haben mich die Geister gerade erschrocken. Schön. Ich dachte gerade, das wäre Riven. Okay. Ja, weil er so schnell ankam. Bin ich ehrlich gesagt schon tot gesehen. Ich weiß nicht, ob wir hier... Achso, okay, wenn die Toplane sind, dann können wir pushen. Nee, sind nicht ganz alle Toplane. Theoretisch müsstest du Mitte kriegen können. Nee, ich hab so wenig Damage. Der Kogma vielleicht hilft dann, ja. Aber selbst das ist, glaube ich, keine gute Idee, weil die könnten einfach Toplane weiter pushen. No risk! Trotzdem Spaß. Nee. Junge nicht. Die Piep Mitte. Ja, der Kogma hat noch nicht so viel Damage. Das kommt alle mit der Zeit. Ihr seid ja extrem in einer beschissenen Situation. Ja, ich musste aber langlaufen. Hohoho, der Q-Kill, ey. Out. Egal, wo ich lang gelaufen wäre, ich wäre tot gewesen. Es ist wie ein Jin einfach da 4 Sekunden steht und nichts machen kann. Ja, es ist eklig. Wie wir deswegen Mid-Tower verlieren. Naja, die versuchen uns nur reinzubrücken. Naja klar, die wissen ganz genau, wenn es über 30 Minuten geht das Spiel, dann haben sie ein großes kleines Problem. Es nennt sich Kog und Maar. Mhm. Ja, Nive wird halt das Hauptproblem für unseren Kog. Irgendwann auch nicht mehr. Doch, die bleibt das Hauptproblem. Weil die wird erstens nicht weniger Schaden machen und selbst wenn die gar keine Kills hätte, könnte die den Instant killen. Jetzt sehr hohe Base-Stats. Wir werden einfach gucken, was wir da machen. Irgendwie schaffen wir das schon. Das Spiel ist noch nicht gelaufen. Nee, ist es auch nicht. Jetzt hat er schon Schuhe zusammen, super. Vor allem kriegen wir keine Wards zusammen, das ist kacke. Genau, gegen dieser Bitch. Habe ich schon wieder richtig Lust, Alter. Oh, guck mal, mach noch den Non-Auto-Attack, danke. Bitte, jetzt sag mir wenigstens, dass er die kriegt und Jin stirbt. Wir haben es versucht, wir haben es versucht. Ich komme halt eben nicht hinterher, ne? Wenn ich. Ich kann mich buffen. Aber die holen jetzt Bot und Top. Egal, push weiter, push weiter.
Ja, jetzt soll du hättest dich Top-Lane teleportieren sollen. Hier hat doch da gar keine Minions mehr. Oh Mann. Ja, ja, Cyber ist klar. Ein Gegner wurde getötet. Brumm, brumm! Na, kommst du klar? Jo. Easy, sagt er einfach nur. Was ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass wir Drakes nicht kriegen. Aber ist nicht schlimm. Ja, worauf gehen wir denn? Solari? Gegen die Anivia ist, glaube ich, gar nicht so dumm. Was eigentlich machen? Hey, sie haben den Meeresdrachen. Mann. Egal, unser Kog'Maw wird so langsam. Falls er sich was kauft. Ah, okay. Zwei Items sind fertig. Jetzt noch wird's end und dann hat er. Ja, ja. Kannst jetzt nicht einfach. Rum, rum! Miep, miep. Vor allem, weil die Wolven hier in der Nähe sind, die wird wahrscheinlich nicht alleine sein. Wieder weg. Und die werden höchstwahrscheinlich im Grade. Oh, guck mal hier. Die ist geschlagen. Hinter uns ist eine Zyra. Einfach pushen. Ja, wir brauchen aber Wards. Oh lol. Nice. Sehr gut. Oh lol. Den konnte er aber auch nur erwischen, weil ich ihn geweht habe. Ja, das ist halt eben das Problem, ne? Will diesen fucking Tower haben. Ja, dann macht doch Damage drauf. Wir lenken. Mach ich doch. Lenken ja ihm gerade so ein bisschen ab. Ich hab die ja schon gezoned. Nice, good job. Ich hoffe, du kommst dann auch weg. Wahrscheinlich wird's knapp. Oh nö. Ich hab nur meinen Blitzimus Maximus Schnelllaufikus. Ich hoffe, ihr kommt da raus. Weil für euch habe ich keinen Blitz. Will ein bisschen nerven. Laufen muss, Maximus. Damit die nicht pushen. Hm, das erklärt mal der Caitlyn. Ey, ich laufe schon rum. Vorsicht, da ist Wolven irgendwo. Über uns. Arriba, arriba! So, mehr Vision kann ich eben gerade nicht geben und ich habe jetzt ein bisschen Geld und so langsam fuchse ich mich so ein bisschen in die Lülü rein. Die ist jetzt schon gerade starker Champion. Und du bist noch keinmal gestorben. Krasse Scheiße. Deswegen sage ich ja, ich fuchse mich so langsam in sie rein. Aber die Gegner lassen mich auch reinfuchsen. Voll fuchsig. Weiß ich, die müssen dich halt irgendwie. Theoretisch müssten sie dich töten, damit du niemanden saven kannst. Aber währenddessen werden sie dann getötet. Also müssen sie auf uns. Jo. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt im Grade so intelligent ist, was unsere. Was da so gemacht wird im Grade. Nee, nee. Brauchen auf jeden Fall Bot und Top-Turret. Da kommen schon mal erst Loots. Oh,
Oh, bitte. Ja, das stimmt. Vorsicht, der TP. Ja, wir sind doch schon weg. Oh, Alter, der TP. Hat's aber nicht gesehen. Anscheinend nicht gesehen. Warte, ich push top. Ja, dann push auch. Wolven kommt da schon von der Mitte. Ja, ist alles gut. Die pusht nur. Den Nasus habe ich geslowt. Hier ist nichts. Ja gut, kommen wir da Mitte. Fertig wird, oder? Oder haltet ihr das noch? Für den Moment halten wir das. Vielleicht sogar noch mehr. Ich sollte aber jetzt nicht spiken. Ja. Erklär das den Chen, der reingeht. Und nicht mehr rauskommt. Ja, dafür kriegt ihr den Tower nicht, also könnt ihr so viel lachen, wie ihr wollt. Das empfehle ich auch immer. Am besten auf einem Bein. Vorsicht, Vorsicht. Fuck! Komm zu. Nein, ich kann nichts machen. Ich wollte warden gehen, weil keiner sich hier genötigt fühlt, irgendwie mal ein Ward aufzustellen. Wir haben auch nur zwei Bluttrinkets. Ja, da, aber hier ist wichtig. Ja, aber der hat uns gerade nichts gebracht am Tower. Ja. Oder der hätte uns nichts gebracht. Doch, die Vision. Ist jetzt auch egal, scheiße, mal wieder gelaufen. Wir müssen das extrem vorsichtig spielen und irgendwie catch. Oh, sehr schöner Flash. Nice, good job. Also, wenn du catch, dann ist alles gut. Ansonsten kommen wir hier gar nichts aus der Komoma. Oder der Shen muss was catchen. Den sollten wir definitiv mal nehmen, weil drei Meeresdrachen auf den Gegnern ist echt eklig. Ja, komm! Scheiß doch! Yay, wir haben Drake, wir haben Drake! Ja, wir sind doch schon alle unterwegs, okay. Unterwegs! Ja. Oh, kommst du kurz mal mit, dass ich warnen kann? Warte, nein, ich hab keinen. Ich muss weg. Geh doch einfach gerade. Geh einfach Toplane mit denen. Lulu ist on the run! Lulu wird leider nichts reißen. Ich muss wieder Mitte, da wird einfach reingepusht. Kannst du wieder Mitte kommen? Ja, bin ja schon unterwegs. Da ja, dann wurde hingestellt, ja. Von mir hat sie mittlerweile Angst, oder? Ja klar, wenn du sie catchst, ist sie tot. Oh. Er mag die gar nicht dumm, die sieht schnallt ihn den ganzen Tag, nee, aber nee. Dadurch... Teilen sie auch alles. Machen. Das ja. Können sie aber vor allem, weil sie die erste Power haben. Ja, das ist dann der... Nein, doch nicht. Noch okay. Nicht. Ja, aber mit der nächsten Wave werden sie dann. Ja, das wird langsam echt knapp. Verdammt. Ach mal, oh lol. Ja, ich konnte meine Ulti nicht machen. Lol, sehr gut. Gutes Charakterdesign. Good job, Wolven. Hast du gekriegt, ja? Ja, die ist einfach in den Tower gelaufen. Ich hab's einfach gesagt. So, warte mal, was haben wir denn? Wir haben. Eine Riv AD, Nasus AD, Caitlyn AD und zweimal, einmal Mischung und einmal AP. Also ich glaube, ich gehe jetzt voll auf Frozen Heart. Ne, erstmal auf Zekes. Ja, wenn das also ne, du musst nur ein Q treffen. Ja, kann ich aber von der Reichweite aus nicht. Aber vielleicht dann. Ja. Wir wissen nicht, was da noch ist.
Naja, maximal noch 4 andere Gegner. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier weitermachen sollten, oder? Oh lol. Doch. Wir müssen hier auch gerade. Ah, okay, jetzt wollen sie weggehen, warum auch immer diesen Tier Botlane, aber egal. Miep, miep. Oh, ich brauche mal Schuhe. Muss ich aufpassen. Schuhe müsste ich mal bauen. Ich hole mir jetzt Wireless. Einfach damit wir ein besseres Push Catch Potential haben. Dann macht das. Aber auch mit Wort. Ich hab leider keinen. Dann lass es. Dann geh schnell weg und hol dir deine Wort. Spar doch auf Stiefel. Das kann sein, dass sie den machen. Nein, machen sie nicht. Ja. Nicht ohne die Kate. Alter. Und eigentlich müssen wir den machen. Da ist kein Wort und der läuft einfach rein. Ne, Shen muss vorlaufen. Ja. Good job. Boom. Ah. Get Baron. Baron is free. Oha, Jin, der kriegt Damage in die Fresse. Alter Vater. Von was denn? Ja, von den Pflanzen, wo ihm keiner bei hilft. Die Syrah stand hier. Die Syrah stand da unten drin, ja. Jetzt top. Uff, pass auf. Ja, komm. Wir können schneller und härter pushen als die mit Koffer. Mm. Aber Tower fast down. Ich empfehle hüpfen. Hallo. Geil, jetzt machen die Baron. Oder auch nicht. Ich bräuchte die Hilfe, aber das interessiert anscheinend keinen. Hallo, wieder da. Hoi. Hatte leider leeres Headset. Ja. Ohne Zwischenmeldung. Was ich sehr nett fand. So, was ist jetzt passiert? Ich hab Kogma bisschen... ist gestorben. Oh, ist ja nichts Neues. Aber ich glaube, die haben daraus nichts rausgeholt. Na, bist du auf dem Fire Drake wahrscheinlich. Ja, haben sie wahrscheinlich jetzt. Aber hier waren noch 3 Top-Lane, also. Ja, ich brauche ja auch nur 1 bis 2, um den zu machen. Caitlyn war nicht da, Wolven ist tot, nein, die hatten gar keinen da. Alles klar. Nur Cyber war da. Ja, dann müssen wir schnell hin. Ja, das meine ich ja. Passt. Aber Vorsicht, die könnten hier irgendwo drin sein. Ja, da ist er schon. Komm, macht ihr den Drake? Ich catche. Unmöglich. Okay. Ich sag doch, wir haben late.
Natürlich, wir müssen trotzdem aufpassen. Sobald der Kog mal gefasst ist, haben wir ein übelstes Problem. Ja klar, dann haben wir kein Late mehr. Also das Late haben wir immer noch, aber dann weniger. Ich komme gleich wieder. Was wir mal jetzt so langsam mal hinkriegen müssen, ist Tower zu kriegen. Pass auf, hinter euch ist Syra. Der Kogma hat da nicht so ein ganzes Auge für, habe ich das Gefühl. Ja. Top-Lane ist schon wieder am Durchpushen. Miep, miep. Hurra! Ja, das war ein Free Baron sozusagen. Ja, die haben gesehen, dass viel zu viel zurückgeportet ist. Naja, ist egal. Nein, die haben gesehen, dass wir keine Vision hatten. Das auch, ja. Ich durfte ja keine aufbauen, weil keiner mit mir gekommen ist. Ah, schade. Wolfen könnte ich nämlich eigentlich auch in einer Combo töten. Ja, der einzige, den du wahrscheinlich nicht töten kannst, ist Nasus. Anivia. Anivia auch nicht? Nö. Ja, wenn sie Ei hat, meinst du jetzt wahrscheinlich. Nee, auch so nicht. Ach so? Sonjas. Okay. Jetzt Sonjas und die hat dieses eine Schild da. Das vom Seraphen. Prüfen kann ich anscheinend auch nicht töten. Tja, doof gelaufen. Aber egal, ich hab Ulti in 20 Sekunden wieder, also. Alter Vater. Aua? Ja. Da sollte man nicht reinlaufen. Ja doch, zum Clearen. Was macht der da? Was macht der da? Was macht der da? Was macht der da? Alter Vater. Was macht unser Kogma so weit vorne? Wollt ihr mich denn hier vernackzen oder was? Im Übrigen müssen wir jetzt eigentlich härter pushen als der Nasus. Ja, er hat ja noch nichts. Ein Frosthammer? Ernsthaft? Okay. Haben die eigentlich alle jetzt Sonjas? Nein. Nur Syra und ja, das meine ich. Stinkerbell. Alle, die ich one-shotten kann. Fast. Ja, oder auch nicht. Nur am Rande. Diese Fallen sind mittlerweile böse. Ja, ich weiß, aber die musste da fehlen. Ich habe jetzt wieder Ultimate. Nice, good job. Wurden fast tot. Beziehungsweise fast Ei. So, ich muss jetzt mal weg. Wieso hast du das Schild aktiviert? Hä? So, was war das? Weil mal wieder Pflanzen auf meinen geliebten ADC raufgeballert haben, wie ein Bekloppter. So. Gute ist, wir haben relativ hohe Range. Wir können auf jeden Fall. Oh, Vorsicht, der wird nicht alleine kommen. Davon ist auszugehen, ja. Die wird aber alleine weglaufen. Feigling. Stell dich, der kleine Glitzerfee. Ich mag das nicht, wenn Kog mal ganz vorne läuft. Das ist ja schrecklich. Ja, was willst du denn machen? Kann ich aber jetzt nicht darum bitten, dass er mal kurz stehen bleibt. Ich hab schon wieder 900 Gold zusammen. Ich gehe jetzt kurz weg, ich hab Säke. Ich weiß noch nicht, worauf ich als nächstes gehe. Oh, Alter, halbes Leben weg, ey. Nur weil er ein bisschen stehen bleibt und Damage macht. Ja.
wollen jetzt Botlane pushen. Ja, ich will die Vision da haben. Schöne Fallen. Oh. Easy. Einfach nur beim Kog'Maw bleiben und weh machen, das reicht. Wir müssen nur ein Oh, nice! Okay, sehr schön. Vielleicht kommen wir noch weiter, aber nicht zu überstürzen. Ja. So, sehr gut. Ah, verdammt. Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Mehr kann ich nicht machen. Jetzt habe ich sie so lange aufgehalten. Aber hat sich gelohnt. Es war aber ein sehr schönes. Kog'Maw schafft das alleine. Sehr, sehr schöner Fight. Sehr, sehr schön alles gespielt. Jetzt ist die Frage: Auf was gehe ich als nächstes? Was ist sinnvoll? Was brauchen wir eben gerade? Kannst du eigentlich noch Michaels holen? Ja. Das ist halt noch ein benutzbares Item. Ja, für Kog'Maw halt, weil es ja irgendwie gecatcht wird. Die haben nicht so viel Catch. Echt? Die haben zwei, die reichen. Ja, wenn er davon gecatcht wird, dann ist er so oder so tot. Da kann ich ja dann auch nichts machen. Das ist leider Gottes so. Du kannst ihn übelst retten mit Schild. Schon wieder ein Ace. Nice. Double Aced. Ja, weil die halt noch nicht am Leben waren. Kog'Maw ist da, nach oben, nach oben musst du. Genau, sehr schön, nice. Good job. Ich sollte trotzdem weggehen, oder? Ja. Geht weg, geht weg. Die Glitterlanzenfee, die bleibt jetzt hier in der Mitte und pusht schon mal wieder raus. Jo. Die Lichtbitch kommt jetzt auch in die Mitte. Oh. Blitzi! Kommst du mit zum Baron bitte? Warden und so? Mhm. Das ist gut, wenn du das beim Warden machst. Natürlich, ich meine immer. Ich habe keinen Bock, hier mir engagen zu lassen. Ja. Gut. Baron ist ab. Auf ihn, auf ihn. Ja, dann Attacke. Oh, lol. Ja, okay. Ich glaube, der Wall ist raus. Dann ja, ich denke mal, sollten wir relativ sehr, sehr schnell haben. Sie haben. Tot. Ist ja lächerlich, ey. Ja, meine ich ja. Hallo, komm nicht hinterher. GG. Die hat 178 Gold gebraucht. G fucking G. Wir haben halt richtig geiles Team. Ja, also wir haben Jin-Lux. Geile Late Game Comp halt, ne? Jin Lux, so versuchen immer zu einen zu catchen und dann geht Shen rein und Kog'Maw vernichtet alle. Und du safest einfach nur. Das ist der Plan, gut. Ja. Hau ab, mach deine fucking Ulti weg. Lulu ist da, Shen! Du musst nicht alleine! Nein, du brauchst das hier und das hier! Und das auch! Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade brauche, aber okay. Wenn ich sage, du brauchst das, dann brauchst du das. Oh, mich haben sie nochmal erwischt. Aber ist nicht schlimm. Dafür habt ihr schon mal die zwei schlimmsten, die drei schlimmsten und alle schlimmsten raus. Jetzt töte sie Kog'Maw. Ja, ist GG. Oh, komm, gib ihm noch Penta? Den Penta. Ne, so leider nicht. Ja. Penta! Nice. Good job. Aber das ist das, was ich halt eben meinte. Wir mussten jetzt mal auf das Team vertrauen. Ne?
dass sie wissen, was sie tun, gerade beim Nekogma, das ist halt im Late-Game-Champ, ne? Gratulation! Deine oder die Leistung eines Teammitglieds wurde mit S- bewertet. Du hast eine Truhe erhalten. Ich habe leider keinen Ace und keinen S- gekriegt, aber schon mal auf Level 2 meine Lulu jetzt geskillt und 21 LP, was ziemlich geil ist. Ja, dann machen wir noch schnell die Truhe auf. Bin ich ja neugierig. Nur noch Schlüssel. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Schlüssel. Warum habe ich keinen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel, dann kann ich nicht aufmachen. Dann beim nächsten Mal. Jut, bis dann. Tschüss.